Die große Saaltür der englischen Kathedrale öffnet sich. Und ein Mann, bekleidet mit weißen Handschuhen, tritt die Stufen der Kathedrale runter, geht auf die Straße und stoppt den Verkehr. Hinter ihnen kommen ein paar Männer mit Fahnen in der Hand aus der Kathedrale. Dahinter ein Dirigent, der sein Orchester dirigiert, danach die Trompeten, erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme, ganz viele Stimmen, ganz hinten der Bass. Und ganz zum Schluss ein kleiner, untersetzter Mann. So ein Bäuchlein. Man könnte fast sagen, wenn er Bayer wäre, ein Bierbauch. Aber er kommt von der Halsarmee und da trinkt man keinen Alkohol. Also der Bauch kam nicht vom Bier. Aber den Bauch hat er gebraucht. Den hat er sich extra wahrscheinlich zugelegt. Nicht bei eBay ersteigert, aber den sich zugelegt als Instrumentenhalter. Denn seine Pauke passte genau auf sein Bäuchlein. Und dieses Besondere an dem Mann war nicht nur, dass er so ein bisschen untersetzt war und ganz lustig aussah, sondern dieser Mann war so rhythmisch enthusiastisch. Man konnte gar nicht dem Mann da folgen mit seinem Dirigentenstab oder den Trompeten oder den Bässen oder den Posaunen, sondern musste einfach auf diesen Paukenspieler schauen, weil der wirbelte mit seinen Armen und mit den Stöckern so durch die Luft und er schlug einen wahnsinnigen Takt. Alle waren begeistert und er war enthusiastisch dabei und er hat gewirbelt und getrommelt und gewirbelt und getrommelt und gewirbelt und getrommelt. Und er war so wild, dass er gar nicht gemerkt hat, dass seine Kapelle rechts abgebogen ist. Er ging geradeaus weiter, marschierte und spielte seinen Rhythmus. Und die Leute, die da waren, waren wahrscheinlich aus Lüdenscheid. Die blieben alle stehen, guckten nicht der Kapelle hinterher, sondern eine Riesentraube von Menschen versammelte sich und schaute diesen Paukenspieler, wie der einfach enthusiastisch weiter hüpfte, wippte und Rhythmus schlug. Und wahrscheinlich in der Mitte von dieser Gruppe von Lüdenscheidern war ein Berliner. Der packte nämlich allen Mut und sagte: Ey, Kleiner, kick mal! Deine Kapelle ist rechts abgebogen. Und der Paukenspieler ganz enthusiastisch: Kein Problem, ich kenne die Melodie. Und ist weiter marschiert. Vor einigen Jahren schrieb ich dem regierenden Bürgermeister von Berlin eine Einladung. Er solle doch mal zu uns kommen und die Arche mal besuchen und sich das anschauen. Nun erwartet man viel von einem regierenden Bürgermeister, auch eine Absage. Das, was ich bekam, war für mich sehr erschreckend. Er schrieb mir zurück: Sehr geehrter Sickelko, vielen Dank für die Einladung. Ich habe leider keine Zeit für solche komplexen Themen. Ein Mann, der scheinbar die Melodie kannte. Ich war schockiert. Einige Monate später musste er doch aus anderen Gründen zu uns in die Arche kommen und seine Vorurteile, die er vielleicht vorher hatte und die Melodie, die er kannte, war sicherlich nicht so ganz richtig und er hat auch dann nach seinem Besuch seine Vorurteile vielleicht abgebaut. Aber es war im ersten Moment erschreckend. Können Sie sich vorstellen, dass Sie in einer anderen Familie geboren worden wären? In einer anderen sozialen Umgebung aufgewachsen wären? Können Sie sich das vorstellen? Würden Sie dann heute Abend oder würdet ihr dann heute Abend hier sitzen? Oder vielleicht hättet ihr ganz andere Sorgen? Vielleicht würdet ihr auf der Straße um eure Existenz betteln. Oder würdet in einem der vielen obdachlosen Asylen untergekommen sein. Oder ihr werdet vielleicht Millionäre. Menschen, die über viele Menschen zu entscheiden hätten. Vielleicht regierende Bürgermeister oder Bundeskanzlerinnen. Aber ist es nicht müßig, darüber nachzudenken, was aus einem geworden wäre, wenn man doch eigentlich froh sein kann, dass wir heute Abend hier im Trocknen sitzen und dass es uns eigentlich ganz gut geht und dass aus uns das geworden ist, was wir geworden sind. Familie kann man sich nicht aussuchen. Und die familiäre Umgebung, in der man aufwächst, kann man sich auch nicht aussuchen. Ich war letzte Woche in Leipzig gewesen, in einer unserer Archen. Wir haben dort kein Gebäude, wir arbeiten dort nur in verschiedenen Schulen und dadurch kommen die Kinder nicht jeden Tag zu uns, sondern wir kommen zu ihnen. Und wir haben dort ein
eine kleine Baracke hinter einer Kirche angemietet. Das ist wirklich eine Baracke. Da ist so vor 30, 40 Jahren mal die Zeit stehen geblieben. So sehen die Toiletten auch noch aus und das Gebäude. Aber wir haben das Gebäude einfach, damit wir so zweimal in der Woche für 2-3 Stunden auch die Kinder einladen können und mit ihnen das tun, was ganz oben bei uns auf der Agenda steht, nämlich Beziehung bauen. Der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist nicht Geld, sondern Liebe und Beziehung. Und danach sehnt sich jeder von Ihnen, der hier sitzt. Und jedes Kind. Und was passiert, wenn diese Beziehung unterbrochen wird, wenn es keine Liebe gibt, wenn Kinder niemals auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen? Ich war mal völlig geschockt, als ein Kind zu mir kam und sagt: Bernd, du bist ein Lügner. Und wenn man viel redet und viel Quatsch mit Kindern macht, dann rutscht euch manchmal so ein Mist über die Lippen und dann kann das schon passieren, dass einem was rausrutscht, was man gar nicht sagen will. Und ich habe gedacht: Mensch, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Und dann sage ich: Warum? Und dann sagt sie: Nun bin ich Christ, ja. Ich sage das, kann das auch in den Worten unseres regierenden Bürgermeisters sagen: Ich bin Christ und das ist auch gut so. Er hat das anders gemeint, aber okay, ich bin Christ und das ist auch gut so. Also ich finde das für mich gut. Und weil ich das für mich gut empfunden habe, habe ich auch ein Bild über ein Kind oder über einen Menschen, wie ich dieses Bild in der Bibel lese. Gott glaubt an jeden Menschen. Das ist erstmal wichtiger, als dass alle Menschen an Gott glauben, aber erstmal glaubt Gott an alle Menschen. Und wenn man ein verlorenes Kind oder ein vergessenes Kind vor sich hat, dann möchte man das durch sein Leben auch vermitteln, weil jedes Kind hat das verdient. Und ich habe zu dem Kind am Vortag gesagt: Du bist wertvoll, du bist toll, du bist einzigartig, du bist super. Dann kam das Kind nach Hause, ganz fröhlich darüber, dass der Bernd sowas erzählt hat, und sagt: Das ist ihre Mutter. Und dann sagt die Mutter zu dem Mädchen: Weißt du was, ich hätte dich lieber abgetrieben. Und dann steht jetzt dieses Kind in dem Problem, ja. Da ist ein Mann, der ist ja noch ein Fremder, der steht ja außerhalb der Familie, und da ist die Mutter. Und die Mutter hat recht. Ist ja klar, ist die wichtigste Bezugsperson. Natürlich gibt so ein Kind sich damit natürlich nicht zufrieden. Das möchte nicht so immer da stehen und das Gefühl haben: Ich bin jetzt schuld an allen Problemen. Eigentlich möchte das Kind ja geliebt werden, wertgeschätzt werden. Also wird das Kind anfangen zu beobachten. Und irgendwann wird das Kind in den Konflikt kommen, dass sie eigentlich feststellt, dass die Mutter Unrecht hat. Nur wie geht dann dieses Kind mit diesem Konflikt um? So, also ich bin in Leipzig, ich komme nochmal zurück, und wir wollen die Kinder dort versammeln, um mit ihnen Beziehungen zu bauen. Wir fahren mit ihnen dann zweimal im Jahr ins Ferienlager, damit sie mal was ganz anderes erleben können, damit Kinder überhaupt mal in die Ferien fahren können. Und jetzt im Sommercamp waren zwei ganz neue Mädchen aus Leipzig dabei, und ist ja super, wenn die Leipziger reden, ne? Ich weiß nicht, wer von ihnen Sachse ist. Das ist eine Sprache, die ist super, ne? Ja, hi! Super, ne? Ihr wisst ja eigentlich, dass eure Sprache im Himmel gesprochen wird? Das steht in der Bibel. Es wird eine unaussprechliche Sprache sein. Ha? So ist es. Ist toll, wenn die reden. Manchmal, ich bin ja kein Berliner, aber was hast du gesagt? Aber sie sind wirklich alle zuckersüß. Und eben da sind da so zwei Mädels dabei, die eine ist 7, die andere ist 9. Und wir haben dann eben im Camp viel Spaß miteinander gehabt, war richtig süß. Und jetzt war ich am Dienstag vor einer Woche in Leipzig gewesen, habe ich mit den Kindern getroffen. Ja, dann wurde es Abend, der Tag ging vorbei, und dann kam die Mutter von den beiden Mädels, und dann haben die Kinder mir ganz stolz ihre Mutter vorgestellt. Und im Camp hatten sie mir schon erzählt, dass die Väter, die da durch die Familie gelaufen sind, alles Flachzangen sind. Solche Muskeln, aber alles Flachzangen. Ja, ich sage das mal so freundlich, weil die Kinder haben noch was anderes gesagt. Das möchte ich hier nicht wiederholen. Und dann stellen die beiden Mädels mir eben stolz ihre Mama vor. Und ist dann Zeit zum Verabschieden. Ich sage zu den Kindern so: Tschüss, ich gehe jetzt. Und dann weicht so die Fröhlichkeit aus dem Gesicht der Neunjährigen und sagt: Wie? Du gehst jetzt? Ich gehe wieder nach Hause. Du weißt ja, ich habe Frau, 6 Kinder. Nee. Und ganz ernst. Es war kein Spaß, es war eine sehr dramatische Situation. Nee, du kannst jetzt nicht gehen. Du musst mit uns nach Hause kommen, du musst mein Papa werden. Vor ihrer Mutter. Und ich sage: Nein, es geht nicht. Dann schmeißt sich dieses Kind auf den Boden und weint bitterlich.
Weil sie damit nicht klarkommt. Warum erzähle ich das? Wenn das ein Einzelfall wäre, würde ich es nicht erzählen. Ich erlebe das in meiner Arbeit, ich will nicht sagen täglich, aber fast täglich. Wir waren gestern in Frankfurt gewesen, dort sind wir auch in einer Schule, und ein kleines türkisches Mädchen springt mir auf den Arm und spielt die ganze Zeit mit mir, währenddem da RTL einen Bericht über mich macht. Und auch als ich gehen will, dann sitzt die süße kleine Schwarzhaarige mit ihren Pralinenaugen, guckt mich an, sagt: Bernd, kannst du nicht den Leiter von Frankfurt nach Berlin versetzen? Und du kommst nach Frankfurt. Dann habe ich gesagt, naja, dann werden die Berliner Kinder sagen, kannst du nicht den Leiter von Frankfurt zurückschicken und wieder zurück nach Berlin kommen? Hat sie mich ganz doll festgehalten. Und irgendwann hat sie mich dann losgelassen, hat dann gewunken. Und die Frage ist, was ist kaputt in deutschen Familien, wenn Kinder sowas erleben müssen? Was ist kaputt, wenn eine Mutter ihrem Kind sagt, ich hätte dich lieber abgetrieben? Oder was ist kaputt, wenn eine Mutter 5 Kinder hat von 5 unterschiedlichen Männern und der Mann, der zu Hause ist, der derzeitige Lebensabschnittspartner, hat keinen von diesen Kindern zum leiblichen Kind? Als wir die Arche aufgebaut haben vor einigen Jahren in einem sehr großen Schulgebäude, wo vorher 500 Kinder drin waren, da wohnten wir in der Einrichtung. Und ich bin abends immer durch diese 50 Klassenräume und habe immer geguckt, ob alles abgeschlossen ist, weil wenn man alleine abends in so einem Haus ist, 50 Klassenräume, das kann schon mal unheimlich sein. Und besonders in einer Gegend wie Berlin-Hellersdorf, in dem man eine sehr hohe Kriminalitätsrate hat, in dem man keinen Raum offen lassen darf. Ja, Freitag vor 2 Wochen, ich war nicht in der Arche, ich habe das nur gehört, ja, es ist nur eine kleine Straße, wo die Arche ist. Da raste ein Auto, überholte ein anderes Auto. 2 Männer stiegen aus, einer zog seine Pistole und schoss in die Luft. Sofort alle Kinder der Arche ans Fenster geguckt, was da los ist. Und dann zogen diese 2 Männer einen Mann aus dem Auto. Hinterher hat sich herausgestellt, es waren 2 Zivilpolizisten, die einen Mörder verhaftet hatten. Vor den Augen der Kinder in unserer Straße. Das muss man natürlich erstmal aufarbeiten. Aber ich will das nur sagen, damit Sie wissen, so in welcher Region wir unsere Einrichtung haben. Und wir haben auch, ich habe eine ganze Schublade voll, das sage ich jetzt nicht, um mich zu loben, eine ganze Schublade voll mit Totschlägern, mit Messern und alles Mögliche. Ich habe auch einen Waffenschein, also wenn die Polizei mal kontrolliert, was wir unseren Jugendlichen auch immer wieder abnehmen. Also es ist schon unheimlich, wenn man so alleine durch so ein Haus geht, mit so 50 leeren, dunklen Klassenräumen. Und als ich so durchs Haus ging, so 22 Uhr, da stand auf einmal so ein 16-Jähriger im Gang. Ich sage, was machst du denn hier? Ja, ich weiß nicht, wohin. 15 war. Ich weiß nicht, wohin. Ich sage, wie, du weißt nicht, wohin? Geh nach Hause. Nee, sagt er. Geht nicht. Ich sage, was geht nicht? Hast du Stress? Nee. Was ist los? Und Jugendliche, so mit 15, die wollen ja alles, ne? Die wollen so cool sein, dass sie Eisklötze pinkeln können. Die wollen kräftig sein, die wollen Freunde haben, die wollen im Mittelpunkt stehen. Aber der war, da sah man schon die Tränen aus den Augen laufen. Der sagte, meine Mama hat einen neuen Freund. Und der Freund hat heute Abend zu meiner Mama gesagt, entweder dein Sohn geht oder ich. Und da hat meine Mama gesagt, dann geht mein Sohn. Was ist los? Was ist los? Was war los, als die 22-jährige Mutter mit ihren 3 Kindern in die Arche kam? Die Älteste war 3 Jahre alt und dieses Mädchen mit 3 Jahren hat sprechen gelernt und hat dann die Kommunikation mit ihrer Mutter eingestellt. Sie kam als 3-Jährige in die Arche und hat nicht ein Wort mit ihrer Mutter geredet. Das Kind war still, aber auffällig. Es hat einige Monate gedauert, bis diese Kommunikation zwischen Mutter und Tochter wieder stattgefunden hat. Die Mutter kam regend jeden Tag mit ihren 3 Kindern bei uns zum Essen. Die 3-Jährige ging zu uns in den Kleinkinderbereich, wo sie spielen konnte, wo sie Freunde kennenlernen konnte, wo auch unsere Mitarbeiterinnen sich um das Kind sehr gekümmert haben. Und jeden Tag kam die Kleine, wenn sie vom Essen kam, in meinem Büro, sprang auf meinen Schoß, guckte mich an. Hast du was Süßes? Dann sage ich immer, bin ich nicht süß genug? Nein.
So, dann hat sie ein Stück Schokolade, ein Bonbon oder sonst was, ist wieder nach oben gegangen. Und irgendwann, nachdem sie dann wieder mit ihrer Mama geredet hat, so nach einem halben Jahr, vielleicht war es noch ein bisschen länger, ich glaube, sie war schon 4, da kam die Mutter an einem Montag in die Arche und erzählte mir eine Geschichte, die sie gar nicht fassen konnte. Sie sagte, gestern am Sonntag, ich sitze zu Hause und meine Tochter Lisa kommt zu mir und sagt, wir müssen jetzt in die Arche. Dann sagt die Mama, die Arche hat zu. Nein, wir müssen jetzt in die Arche. Nein, Lisa, die Arche hat zu, heute ist Sonntag. Nein, jetzt kommen die Arche, wir müssen in die Arche. Und das Kind hat nicht locker gelassen, bis die Mutter dann die Tochter gefragt hat, warum müssen wir denn in die Arche? Und dann sagte sie, da sind die Erzieher, die warten auf mich. Da sind die Erzieher, die warten auf mich. Dieses kleine Mädchen, in diesen paar Monaten, in denen sie in die Einrichtung kam, hat etwas dort erlebt, was sie vorher nicht erlebt hatte in ihrer Familie, nämlich Beziehung. Ich war einmal völlig geschockt, als die Mutter einem Fernsehsender eingeladen hat, in ihre Wohnung zu kommen. Und dann habe ich gesehen, wie es in der Wohnung aussah im Fernsehen. Die Mutter hat eine Dreizimmerwohnung mit ihr 3 Kindern und 2 Zimmer sind bewohnt und die Küche. Und in der Küche steht alles rum. Also wenn da nur ein Teller auf dem Tisch stehen würde, würde ich schon keinen Fernsehsender reinlassen. Aber da stand alles voll in der Küche. Ich dachte, oh wei, oh wei, was ist denn das für ein Bild? Wie zeigst du dich? Und dann wurde so ein bisschen die kurze Geschichte von dieser Frau erzählt und dann öffnete die Redakteurin eine Tür, durch die man nicht durchkam. Und man sah so durch so einen Spalt überall alles Mögliche an Müll in diesem Raum. Und dann fragte die Redakteurin dann diese Frau, was ist denn in diesem Raum drin? Und dann sagte sie, da kommt alles rein, wo ich nicht weiß, wohin damit. Und warum schmeißen Sie das nicht weg? Und dann sagt sie, es hat mir niemand gesagt, dass ich das wegschmeißen soll. Und dann sagte die Redakteurin, alles im Fernsehen zu sehen gewesen, dann sagte die Redakteurin zu ihr, warum sieht denn Ihre Küche so aus? Warum ist denn hier alles dreckig? Sie müssen doch mal abwaschen. Und dann sagte die Mutter, es hat mir doch nie mal jemand gesagt, dass ich abwaschen muss. Sofort, nachdem ich das im Fernsehen gesehen habe, habe ich meine Mitarbeiter gebeten, dort unterstützend zu helfen. Das ist mittlerweile ein paar Jahre her. Mittlerweile ist Lisa 8 Jahre alt, sie geht zur Schule. Und die Mama, die schon mit 22 3 Kinder hatte von 3 unterschiedlichen Männern, die es in ihrem ganzen Leben nicht leicht hatte, weil sie selber als eine der vergessenen Kinder aufgewachsen ist. Ja? 1992, als wir, meine Frau und ich, nach Berlin gezogen sind, gab es eine Schlagzeile in einer großen Berliner Zeitung, 80% aller Ostberliner Ehen sind geschieden. Ich sage Ihnen das nochmal, 80% aller Ostberliner Ehen sind geschieden. Berlin-Hellersdorf war damals der kinderreichste Bezirk von Europa. Jeder dritte Einwohner war Kind. Meine Frau und ich haben uns angeschaut, als wir das gelesen haben, und ich habe zu meiner Frau gesagt, was wird wohl aus den Kindern? Heute sind das die Eltern der Kinder, die heute in unsere Einrichtung kommen. Viele Kinder, die einfach perspektivlos aufgewachsen sind, die keine Hoffnung vermittelt bekommen haben, die immer das fünfte Rad am Wagen waren. Und eine dieser Kinder ist Lisas Mutter. Keiner hat an sie geglaubt. Ihr soziales Umfeld waren alles Hartz-IV-Empfänger. Alles Menschen, die selber nur in Perspektivlosigkeit gelebt haben. Wobei ich nicht sagen will, dass alle Hartz-IV-Empfänger in Perspektivlosigkeit leben. Aber die sie kannte, die lebten alle so wie sie. In den Tag hinein. Nur für heute leben. Am ersten das Geld so weit ausgeben, weil das so ein erfolgreiches Erlebnis ist. Da kann man sich dann doch ein paar Sachen kaufen, denn es ist ja nichts da, wofür man leben kann. Und die Kinder sind häufig dann der Schlüssel der Probleme, weil wenn der Vater oder der Erzeuger des Kindes weg ist und für die Mutter ein schlechter Mensch ist, dann sind die Kinder auch oft abgestempelt. Das Kind ist ja von dem Alten. Wer gibt dieser Mutter eine Hoffnung? Ist es nicht so, dass diese alleinerziehende Mutter immer da sein muss, wenn eins ihrer 3 Kinder krank ist? Und wenn sie selber krank ist, muss sie sich auch um sich selber kümmern. Wer gibt ihr mal ein liebendes Wort? Wer baut sie mal auf?
Seit 5 Jahren kommt sie regelmäßig in unsere Einrichtung. Sie hat da Freunde gefunden in unseren Mitarbeitern. Sie hat dort Perspektiven gefunden, weil immer wieder Menschen zu ihr sagen, Mädel, du musst was aus deinem Leben machen. Du bist ein Vorbild für deine Kinder. Sie hat dann angefangen, ihren Führerschein zu machen. Ganz stolz, jeden Tag, wenn sie in die Arche gekommen ist, hat sie immer gesagt, ich bin gerade dabei, meinen Führerschein zu machen. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt nächste Woche mache ich meine Prüfung. Und der ganze Körper hat gezittert. Sie ist durch die Prüfung gefallen. Und sie war völlig entsetzt, traurig, aber wir haben ihr Mut gemacht, weiterzumachen. Dann hat sie ihren Führerschein bestanden. Dann hat sie eine Weiterbildung gemacht als Altenpflegerin. Und dann hat sie gesagt, ich will das mal mit Gott ausprobieren. Ich will mal beten. Ich meine, was hat diese Frau zu verlieren? Enttäuschung hat sie genug in ihrem Leben gehabt. Und sie hat gebetet, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Dann hat sie sich vor 3 Wochen taufen lassen, an einem Sonntag. Und am Montag bekam sie einen Brief mit der Festanstellung als Altenpflegerin. Ihr Leben hatte sich total verändert in den letzten 5 Jahren. Und es wurde am Anfang schlimmer. Aber jetzt ist es so, dass sie stolz ist darüber, dass sie 20 Stunden pro Woche arbeiten kann und für ihre Kinder ein Vorbild sein kann. Wenn Sie Ihre Geschichte hören würden, das, was sie selbst erlebt hat in ihrer Kindheit, wie sie selber, was sie durchleben musste, dann würden Sie sagen, ein hoffnungsloser Fall. Heute reden Politiker und Medien darüber, welche Probleme wir in Deutschland haben. Sie reden darüber, dass wir 2,5 Millionen Kinder in Armut haben in unserem Land. Und das erschreckt uns alle, weil diese Zahl macht uns ohnmächtig. Aber was die Medien und was die Politiker nicht so deutlich sagen, ist, sie reden ja nur von der finanziellen Armut. Und die Kriegsgeneration, die jetzt noch lebt, würde sagen, na, nach dem Krieg waren wir auch alle arm. Und wir haben es auch irgendwie geschafft, unsere Kinder groß zu kriegen. Gut, das stimmt. Das stimmt. Es waren andere Zeiten und es waren auf der anderen Seite viel härtere Zeiten als die, die Kinder heute durchmachen müssen. Aber es gab vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren meistens nicht die Ungerechtigkeit, die heute in den Klassenzimmern herrscht. Dass gar kein Verständnis für Armut da ist. Weil nicht das ganze Land arm ist, sondern die Armen, die Außenseiter sind. Aber wenn wir heute von Armut reden, dann reden wir nur von Finanzen. Wir reden nicht von Emotionen. Wir reden nicht über die sogenannte Wohlstandsverwahrlosung von den Kindern, die 50 Euro in der Tasche haben, aber trotzdem niemand da ist, der ihnen Liebe und Aufmerksamkeit gibt. Und davon haben wir noch viel mehr als 2,5 Millionen. Diese Bevölkerungsgruppe wird häufig übersehen. Und leider sind auch die es, die häufig viel zu früh anfangen zu trinken oder viel zu früh Drogen zu nehmen, um sich von ihrem Leben abzulenken. Der Pastor in Hamburg, Thies Hagge, der vor 7 Jahren das kleine Mädchen Jessica beerdigt hat, das Mädchen mit 7 Jahren, das gestorben ist, weil ihre Mutter sie eingesperrt hat in einen Raum und ihr nichts zu essen gegeben hat, und dieses Mädchen verhungert ist, sie wurde gefunden mit Haaren in ihrem Mund, sie hatte ihre Haare versucht zu essen, weil sie ausgehungert war. Sie hatte ein paar Kilo nur. Sie war gestorben. Ein ganzer Stadtbezirk war in Aufruhr, ein ganzes Land war in Aufruhr, weil bis zu diesem Tag gab es in Deutschland offiziell keine Fälle von Verwahrlosung. 2003, 2 Jahre zuvor, hatte ich in einer renommierten Berliner Zeitung gesagt, dass wir in Deutschland mal sehr viel Kinderverwahrlosung finden werden. Nicht, weil ich Visionär bin und weil ich in die Zukunft blicken kann, sondern weil ein Problem das andere ergibt. 2005 starb nun diese Jessica. Die Medien heulten auf. Wir wurden gerufen von dem Pastor an, genau dem Ort, wo das Kind beerdigt worden ist, eine Arche aufzubauen. Wir haben genau dort dann eine Arche aufgebaut, unter Protest von sozialen Einrichtungen, von Schulen und allen möglichen. Wie könne eine Einrichtung nach Hamburg kommen und den Tod zum Anlass nehmen, sozusagen dann zu betteln, was wir nie getan haben, um dann so eine Einrichtung zu finanzieren. Der Direktor, in dessen Schule dieses Kind gehen sollte, hatte einige Monate bevor dem Tod des Kindes einen Schüler
zu Jessica nach Hause geschickt und sollte mal fragen, wo das Kind bleibt. Sie sollte doch eigentlich in der Schule eingeschult werden. Und die Mutter sagte dann zu diesem Kind der Schule, dass Jessica krank sei und deswegen nicht in die Schule gehen könnte. Das genügte dem Direktor. Und dieser Direktor war sozusagen mein größter Skeptiker. Der kam zu mir an dem Abend, wo ich mich vor den ganzen Jugendsozialarbeitern rechtfertigen musste, was wir als Arche da machen, und sagte zu mir: Herr Sickelkow, eins will ich Ihnen sagen, der Fall mit Jessica wird der einzige Fall in Deutschland bleiben, sowas wird nie wieder vorkommen. Wir wissen heute, dass jede Woche 2 Kinder an den Folgen von Verwahrlosung in Deutschland sterben. 2 Kinder jede Woche. Und wir nehmen das hin. Und dieser Pastor, dieser Thies Hacke, ein guter Freund von mir mittlerweile geworden, der hat nicht nur Jessica beerdigt, sondern er hat die Eltern begleitet. Er hat sie ins Gefängnis begleitet, er hat sie seelsorgerlich begleitet. Und weil er das gemacht hat, waren die Medien natürlich interessiert und auch mit der Arche. Und dann wurde ihm eine Frage gestellt, die verwirrend war für mich im ersten Moment. Die Medien stellten ihm die Frage: Wäre die Arche zu Lebzeiten von Jessica da gewesen, würde Jessica heute noch leben? Und ich dachte, was er jetzt wohl sagt. Und er sagte: Nein, sie würde nicht leben. Weil die Mutter hat sie eingesperrt, die wäre gar nicht rausgekommen. Dann sagte er: Aber wenn es die Arche gegeben hätte, als die Mutter Kind war, die Mutter von Jessica, dann würde Jessica heute noch leben. Warum? Jessicas Mutter wurde fürchterlich vergewaltigt von ihren Eltern. Und sie hat sich an ihrer Tochter gerecht. Natürlich konnte ihre Tochter nichts dafür und man kann es nicht so entschuldigen. Aber das war der Grund, warum die Mutter ihre Tochter vernachlässigt hat. Man muss immer die ganze Geschichte hören. Ich sag ganz oft, es wird heute keine Frau oder kein Baby geboren, kein Mädchen geboren, das schon in der Wiege weiß, ich werde meine Kinder vernachlässigen lassen. Weil ein Kind mit 8, 9 Jahren, das sich wünscht, und das wünschen sich alle Kinder in Deutschland: Ich wünsche mir eine Familie mit Kindern. Wenn sie älter werden, wünschen sie sich vielleicht andere Dinge, aber in dem Alter wünschen sie sich das noch. Das möchte nicht, dass es seinen Kindern dreckig geht. Es möchte nicht in einer verwahrlosten Wohnung leben. Wenn Kinder dann Bilder malen, dann malen sie nicht den Dreck, der in der Küche rumliegt, sondern sie malen ein hübsches Haus, sie malen Mama, Papa und ein Kind an der Hand und einen Hund hinterher. Das ist das, was die Kinder malen. Schönen Baum, viele Blumen. Das sind ihre Wünsche. Irgendwas passiert in dem Leben einer Mutter, dass die Verwahrlosung beginnt. Und schuld ist nicht das Kind daran, sondern etwas anderes. Ich bin oft in verwahrlosten Wohnungen. Ich war einmal in einer Wohnung, da wusste ich nicht, ob es Kot ist, der von der Wand runterläuft, oder Rost. Ich weiß, dass es kein Rost war. In dieser Wohnung war alles kaputt. In der Küche, beim Elektroherd, schauten 2 Kabel raus. Ganz offen. Die standen unter Strom. Diese Frau hatte 2 Kinder. Und wäre ich Polizist gewesen, dann hätte ich die Polizei holen müssen. Dann hätte ich das Jugendamt holen müssen. Die Kinder wären sofort aus der Familie genommen worden. Und ich habe mit mir gekämpft, ob ich das Jugendamt anrufe. Und wenn jetzt jemand vom Jugendamt hier sitzt, wird er sagen: Das haben Sie falsch gemacht. Okay, kann ich mitleben. Ich habe dann gesagt: Okay, wir müssen etwas in dieser Wohnung machen. Denn bevor die Wohnung verwahrlost ist, ist die Seele verwahrlost dieser Frau. Und wir müssen nicht nur es hinbekommen, dass die Wohnung wieder aufgeräumt wird, sondern wir müssen es auch hinbekommen, dass gleichzeitig die Mutter wieder Selbstwertgefühl bekommt und merkt, dass sie Mutter ist und verantwortlich für ihre Kinder. Ich habe ein Team meiner Mitarbeiter dorthin geschickt und habe gesagt: So, ihr renoviert jetzt die Wohnung mit der Mutter zusammen. Und ich rufe das Jugendamt nicht an, die Kinder bleiben da, denn die sollen sehen, was da passiert. In der Regel werden die Kinder rausgenommen, was eigentlich richtig ist. Kinder werden so lange untergebracht, dann gibt es beim Jugendamt Gespräche mit der Mutter, da muss die Wohnung in Ordnung gebracht werden. Und wenn dann alles gut ist, gehen die Kinder wieder nach Hause. Aber in der Regel wird die seelische Verwahrlosung nicht aufgearbeitet. Und die Mutter musste die Bedingungen erfüllen. Ich habe gesagt: Wenn wir fertig sind mit der Wohnung, dann werden meine Mitarbeiter zu dir kommen und werden mit dir reden. Und sie werden kontrollieren, ob die Wohnung so bleibt. Und jeden Tag kamen die Kinder in die Arche und haben gesagt: Bernd, wir haben neue Tapete an der Wand. Bernd, ich habe ein sauberes Zimmer. Ich habe einen neuen Schrank. Und für die Kinder war das so ein Erfolg, zu sehen, dass die Mutter mit den Mitarbeitern der Arche etwas schaffen konnte, was sie jahrelang nicht geschafft hatten. Und die Kinder hatten auf einmal ein ganz anderes Gefühl von Familie und von Selbstwert.
Ich hatte eingangs gesagt, ich bin Christ. Und das ist auch gut so. Und wenn ich Christ bin, dann muss ich darüber nachdenken, was Jesus tun würde, wenn er heute wiederkommen würde. Oder wenn Jesus noch nicht vor 2000 Jahren gekommen wäre, sondern wenn er heute kommen würde. Dann stelle ich etwas erschreckend fest. Jesus würde keine Kirche in Deutschland besuchen. Warum nicht? Er würde zu den Menschen gehen, die krank sind, die arm sind, die verwahrlost sind, die beziehungslos und konfliktunfähig sind. Zu denen würde er gehen. Er wird zu den Schwachen gehen. Und warum wird er nicht in die Kirchen gehen? Weil da sitzen eigentlich die Gesunden. Denn er hat ja mal selber gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, und ich bin ja nun noch nicht so lange Christ und bin auch nicht mit der Muttermilch ans Christentum gewöhnt worden, aber ich die Bibel richtig verstehe, dann sollen wir als Christen uns ein Beispiel an Christus nehmen. Das heißt, eigentlich dürfte uns nicht egal sein, was aus den Kindern in unserem Land wird, was aus den Familien in unserem Land wird und was aus den Menschen in unserem Land wird. Wir sind heute eine Gesellschaft geworden, die in der Regel nur noch für sich lebt. Ich bete gerade sehr viel. Ich sage immer, Herr, straf mich anders. Aber nun weiß ich, dass Gott nicht jedes Gebet erhört. Ich habe 3 Mädchen in der Pubertät, eigene Kinder. 3 Mädchen in der Pubertät. Da sitzt man manchmal vor seinen Mädels und versteht die Welt nicht mehr. Tolle Mädels. Das Problem ist ja, ne, wenn man Teenager als Kinder hat, dann sehen die Kinder sofort, der Papa ist in einem schwierigen Alter. Und die Mama auch. Wenn man Teenager als Kinder hat, also alle, die von euch Teenager als Kinder haben, da darfst du eins lernen. Sei geduldig und versuche nicht, auf alle Fragen eine Antwort zu finden. Versuche nicht, alles zu kommentieren. Lass sie auch mal zicken. Mäh. Das hilft. Das hilft. Es gibt ein Schlagwort im Teenageralter, ja? Das setzt sich durch unsere Gesellschaft durch. Das ist auch bei den älteren Jungen. Ist mir egal. Ja? Sagst du, ist mir egal. Du lachst, kennst du das? Der Lehrer hat gesagt, ich soll üben, ist doch mir egal. Meine Klassenkameradin sagt, ja, Pickel, ist doch mir egal. Den ganzen Tag geht das so, ist doch mir egal. Denen geht alles irgendwo vorbei. Und eigentlich, also ich habe sie lieb und wir haben ein gutes Verhältnis, also es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe um meine Teenager, ich habe ja noch 3, aber die sind aus dem Teenageralter raus und da habe ich gebetet, Herr, wenn sie 12 sind, lass sie gleich 18 werden. Hat er auch nicht gehört. Aber irgendwie ist die Zeit ganz schnell gelaufen. Im Moment scheint es ein bisschen die Bremse zu sein. Aber okay, da muss ich durch. Muss auch geduldig werden. Aber sie spiegeln so ein bisschen das, was unsere Gesellschaft macht, so wieder. Ja? Ist doch mir egal, was aus denen wird. Die sind ja selber schuld an ihrer Situation. Ja, als ich vor 17 Jahren oder ein bisschen später anfing, etwas für arme Kinder zu tun, ich bin ganz mutig auf die Straße gegangen, hab mir einen Platz gesucht, hab da einen Tisch hingestellt, hab Essen gekocht oder hab's Essen kochen lassen. Ich bin ja ein Mann, nein, ich hab dann Essen kochen lassen, hab das dann auf den Tisch gestellt, hab die Kinder abgefangen, gesagt, habt ihr Hunger? Kinder haben immer Hunger. Gesagt, wollt ihr jetzt bei uns essen? Geht ihr nach Hause? Nee, wir haben jetzt Hunger, haben die sich hingesetzt, haben gegessen. 200 Kinder in einer Woche bei uns vorbei, die haben gegessen wie die Scheunendrescher. Und dann haben wir so einen Zettel genommen und haben aufgeschrieben, warum esst ihr bei uns und nicht zu Hause? Damals gab's keinen Armutsbericht. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, zu Hause gibt es kein warmes Essen. Bei uns gibt es nur abends was, da gibt es Stulle mit Brot. Und ein Drittel aller Kinder bekam überhaupt nur 2-mal in der Woche eine warme Mahlzeit. Das war der Grund, warum wir anfingen, eine, so hat es die Presse genannt, Suppenküche für Kinder zu gründen. Da werden wir immer drauf, oder sind wir jahrelang drauf minimiert worden. Ja? Es gab uns schon vorher. Da kannte uns nur niemand, weil Suppe war so ein bisschen attraktiver. Es hat mit armen Kindern gepasst. Aber viele haben dann zu uns gesagt, ihr unterstützt die schmarotzenden Eltern.
Die haben keinen Bock, zu Hause zu kochen. Die sitzen den ganzen Tag vorm Fernseher. Und jetzt unterstützt ihr die noch, indem ihr den Kindern was zu essen gebt. Was soll man dazu sagen? Wir waren die Exoten. Super. Und irgendwann kam dann so Mitte 2001 kam dann der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung raus. Da standen 1,5 Millionen Kinder in Deutschland leben in finanzieller Armut. Und das ist ja so krass in Deutschland, ne? Du kannst vom Exoten zum Experten werden. Ja, einen Tag vorher warst du der Exot, dann kam der Bericht und auf einmal waren wir die Experten. Ich hätte gesagt, ey, woher habt ihr das gewusst? Ja, weiß ich auch nicht. So ist das. Und wenn wir heute unsere Gesellschaftsform angucken, dann merken wir, dass wir immer die Schuld suchen. Warum haben Kinder nichts zu essen? Weil die Eltern sich nicht kümmern. Warum haben Kinder, bekommen sie keine Emotionen? Weil die Eltern mit anderen Dingen beschäftigt sind. Warum haben wir heute einen schlechten Bildungsstand? Weil die Lehrer schlecht ausgebildet sind. Wir suchen immer, immer wieder einen Schuldigen, aber es geht immer an uns vorbei. Es geht immer an uns vorbei. Erschreckend ist, dass da gibt es ja viele Statistiken, werden ja immer wieder neue Studien rausgebracht. Die Universitäten haben ja nichts zu tun, deswegen müssen sie immer neue Studien rausbringen. Und da gibt es eine Studie, die besagt, dass Deutschland bei der Kinderfreundlichkeit in Europa an vorletzter oder drittletzter Stelle steht. Spannend, ne? Und sterben die Kinder aus? Nein, die sterben nicht aus, aber es werden nicht mehr genug Kinder geboren. Wir haben in 15 Jahren keine Fachkräfte mehr. Die meisten Kinder, die heute geboren werden, werden nicht mehr in der Wohlstandsgesellschaft geboren, sondern sie werden in der sozialen Unterschicht geboren. Also Schlagworte, die wir hören. Kinder sind heute ein unkalkulierbares Armutsrisiko geworden. Und woran liegt's? Ist doch mir egal. Folgendes passiert jede Woche bestimmt 50 Mal, vielleicht 50.000 Mal in Berliner Hochhäusern. Ein Geschäftsmann geht zur Arbeit, kommt aus seiner Wohnung, springt in den Aufzug, stellt sich hin und wartet, dass die Tür endlich zugeht. Und da kommt da so ein Piefke angelaufen, so ein kleiner Junge mit seinem Schulrucksack und rennt in den Fahrstuhl rein. Die Tür geht zu und Folgendes passiert. Die Tür geht auf, der Geschäftsmann geht zur Arbeit und das Kind geht zur Schule. Was ist falsch? Also mir passiert das nicht. Weil für mich ist ein Kind irgendwie, ich kann mit dem Kind besser als mit dem Erwachsenen. Ne? Ist schon bei der Predigt, die Leute gucken immer so. Manchmal sage ich, guten Morgen, geht's euch gut? Und die Leute, und dann sage ich, sagt's mal euren Gesichtern. Dann lachen sie alle. Und dann ist gut. Aber wenn ich so in so einem Hochhaus wohnen würde, ich würde in den Aufzug reingehen, würde wahrscheinlich auch warten, dass der runterfährt. Dann kommt so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen rein, stellt sich neben mich. Und ich bin kein Berliner, ich bin eigentlich ein sturer Hamburger. Aber ich kann nicht. Ich gucke dann das Kind an und sage, guten Morgen. Dann muss man natürlich damit rechnen, dass man eine Reaktion kriegt. Ne? Also in Neukölln zum Beispiel, Alter, was willst du? Alter. Ist auch eine Reaktion, oder? Aber in der Regel, da gehen auf einmal die Augen auf. Bling! Der redet mit mir. Guten Morgen. Und schauen Sie sich dann mal die Augen der Kinder an. Da verändert sich was. Das ist kein Witz, was ich erzähle. Ist auch keine Studie. Keine Universität hat es belegt. Ja? Gucken Sie da mal in die Augen der Kinder. Auf einmal bling, blitzt es. Das ist kein Witz. Das verändert eine Situation und für mich eine Nation. Wir sind ja tolle Meister darin, wenn ein Baby geboren wird, zum Kinderwagen zu laufen. Mein Schwiegersohn, der hier heute Abend ist, der auch für die Arche arbeitet, seine Frau ist gerade schwanger. Alle sagen, Bernd, du wirst Opa. Nee, ich sage, meine Tochter kriegt ein Kind. Schwierig, wenn man ein Buch geschrieben hat, da steht drauf Papa Bernd. Ne? Und alle sagen, ja, der heißt bald Opa Bernd. Ich sage, halt den Mund. Und alle Leute kommen und wollen das Kind im Bauch anfassen. Ne? Don't touch meine Frau. Aber es gibt tatsächlich Leute in Berlin, ne, stimmt's? Die wollen den Bauch deiner Frau anfassen. Aber wir sind Meister darin, wenn wir einen Kinderwagen sehen, oh warte mal, ich will mal gucken, und dann ziehen wir das kleine Deckchen zurück, gucken das Kind an und sprechen mit dem Kind eine Sprache, die das Kind nicht versteht und nicht mehr der Erwachsene versteht. Tutschi, tutschi, dadel, dudel, dadel, dudel. Das gleiche Kind ist 12 Jahre alt, steht hier in Lüdenscheid vor Bäcker 2000 und schießt mit dem Fußball gegen die Scheibe. Was machen wir? Wir gehen ganz schnell auf die andere Seite, damit wir keine Scherbe abbekommen. Das ist Kinderfreundlichkeit in Deutschland. Jesus nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, so ist das Himmelreich.
Der lässt sie nicht da außen stehen. Jesus schläft und die Frauen wollen ihre Kinder bringen, damit Jesus für die Kinder betet. Sind ja auch stolz. Mütter sind ja auch stolz auf ihre Kinder. Wollen sie zu Jesus bringen und dann stehen da die Bodyguards von Jesus, die Freunde von ihm, sagen, hier kommst du nicht nein. Jesus schläft, lasst ihn in Ruhe. Jesus merkt das und sagt, halt, komm, geht mal aus dem Weg. Diesen Kindern gehört das Himmelreich. Und dann segnet er sie, er nimmt sie an sein Herz. Und wisst ihr, warum er das macht? Denkt mal zurück, als ihr Kinder wart. Da war der Himmel noch blau, oder? Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, ich hatte 6 Wochen Schulferien. Es hat nie geregnet. Seitdem ich erwachsen bin, ist das Wetter schlechter geworden. Wer findet das auch? Ja, du hast eine andere Brille auf als Kind. Das ist einfach so. Dann gehst du zur Mama und sagst, Mama, warum ist da oben der Stern größer als all die anderen? Und die Mama sagt, Mist, schon wieder so eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und versucht eine Antwort zu geben. Und das Kind lächelt und sagt, danke, Mama hat recht. Egal, was Mama gesagt hat. Und dann kommt die nächste Frage und die nächste Frage und die nächste Frage. Und Mama hat immer recht, super. Wenn das Kind älter wird, in die Pubertät kommt, dann stellt das diese ganze Welt in Frage. Und was dem Kind dann begegnet, oder diesem Jugendlichen, das wird das ganze Leben dieses Jugendlichen prägen. Das ganze Leben dieses Jugendlichen wird es prägen. Ein junger Mann aus der rechten Szene, der zu uns kam, der schlimmste Schläger aller Zeiten mit einer Akte beim Verfassungsschutz, der mit niemand geredet hat, sondern ihn gleich aufs Maul gehauen hat. Ich habe ihn mal gefragt, Junge, warum bist du so ein harter Knochen? Dann hat er gesagt, weißt du, Bernd, als 13-Jähriger, da hatte ich ein Hobby, S-Bahn surfen. Wissen Sie, was das ist? S-Bahn-Tür auf, während der Fahrt oben aufs Dach rauf und gegen die Fahrtrichtung laufen. Und er sagt, wir waren gerade dabei, mein Kumpel und ich. Und der reißt die Tür auf, guckt raus und von vorne kommt ein Zug und reißt ihn den Schädel weg und der tote Körper fällt in meine Arme. Und er sagt, und dann bin ich in die Klapse gekommen. Dann haben die Psychiater und Psychologen an mir rumgedoktert und mir Pillen verschrieben. Die haben mir nicht geholfen. Seit diesem Tag an schlage ich jeden Schwarzen und jeden Ausländer so doll, dass er nicht mehr aufsteht. Ich schlage meine ganze Wut aus mich raus. Wir hatten 50 Skinheads in unserer Einrichtung. Versteh mich bitte nicht falsch, ja? Wenn bei uns ein Schwarzer vorbeigelaufen ist, dann haben die gerufen, komm, lass uns runterlaufen, Neger klatschen. Und dann sind sie runtergelaufen und dann sind sie hinter dem Schwarzen her. Sie haben nie einen gekriegt, ich bin glücklich darüber. Und dann war einer dabei, der hatte immer eine geladene Pistole bei sich. Und ich hatte immer Angst, dass was passiert, wenn jemand bei uns rausgelaufen ist. Und ich habe dann immer gesagt, eure Waffen gebt ihr bei mir ab. Die kriegt ihr heute Abend wieder, aber die gebt ihr bei mir ab. Ob es richtig ist oder falsch, jemand seine Waffe wiederzugeben, darüber können wir diskutieren. Ich habe sie abends immer wieder rausgerückt, aber ich hatte auch ein großes Vertrauen bei diesen jungen Leuten. Und irgendwann hatten wir hatten damals jeden Sonntag Gottesdienste. Da waren viele Leute, unter anderem 50 Skinheads. Es gab manchmal dann so Skinheads, die gesagt haben, Bernd, halt mal mit deiner Predigt, ich muss mich mal eben verabschieden. Sind sie durch die Reihen gegangen, sind nach vorne gegangen, hat mich in den Arm genommen, ist nach Hause gegangen. War ein interessanter Gottesdienst. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe nie daran gedacht, dass die hätten ja die Kollekte nehmen können. Da war ja viel mehr rausgekommen. Aber gut, habe ich nicht gemacht. Egal. Auf jeden Fall hatten wir einen ganz besonderen Gottesdienst. Eine Gruppe von jungen Leuten wollte bei uns einen Einsatz machen, weil sie gehört haben, die Arche kümmert sich um Kinder, die mit Gott und der Welt nichts zu tun haben. Die erreichen die Randgruppen und zu denen kommen die in Scharen. Da wollen wir hingehen und unterstützen. Die waren sehr musikalisch. Die konnten predigen, die konnten erzählen, die waren wortgewandt. Und dann waren sie da und haben natürlich gemerkt, das sind ja solche Kerle. Und die stellen ja nicht nur Fragen, die sind ja auch so. Und vor denen könnte man ja auch Angst haben, wenn man sie nicht kennt. Und dann haben die den Gottesdienst vorbereitet und dann haben sie zu mir gesagt, Bernd, worüber sollen wir denn predigen bei solchen Leuten? Dann habe ich gesagt, wisst ihr, ihr solltet denen mal was von Neuanfang erzählen. Weil die müssen mal raus aus ihrer Szene, die müssen mal was Neues erleben. Die haben auf der Straße öffentlichen Menschen zusammengeprügelt. Ja? 1999, ein Jahr bevor sie zu uns kamen,
Da wurde in unserer Region der Ausnahmezustand verhängt, weil diese Gruppe sich mit den Linksradikalen solche Straßenschlachten geleistet haben, dass die Polizei das nicht mehr in den Griff bekommen hat. Ein paar Monate später wurde aus der rechten Szene ist jemand mit einer abgesägten Schrotflinte in eine Bibliothek gegangen und hat einem Mann den Arm weggeschossen. Das waren die Leute, die zu uns kamen. Was sollen wir denen sagen? Die müssen raus aus ihrer Szene, die brauchen Neuanfang, die brauchen neue Orientierung. Was anderes haben wir mit unserer Arbeit nicht gemacht. Als sie gemerkt haben, sie dürfen ihre rechtsradikale Musik bei uns nicht spielen lassen und ihre rechtsradikalen Parolen nicht singen, die wollten uns ja raushaben aus unserer Einrichtung, weil sie wollten das Gebäude übernehmen. Da haben sie sich T-Shirts angezogen, da stand drauf, Odin statt Jesus. Und haben gedacht, wir regen uns darüber furchtbar auf. Ich habe ein bisschen gehustet. Da habe ich mal einen von ihnen geschnappt und habe gesagt, ich weiß, warum du keine Haare hast. Ich weiß, warum du eine Glatze hast. Hey, Alter, warum? Ich habe gesagt, du hast keine blonden Haare, du bist kein Arier. Da muss man schon manchmal eine andere Sprache sprechen. Aber ich komme zurück auf diesen Gottesdienst. Und dann stand da diese junge Gruppe, die Musik gemacht haben. Die Leute im Gottesdienst haben alle auch gut mitgemacht. Mancher ein bisschen schwerfälliger, mancher ein bisschen mehr. Und dann hat da jemand gepredigt. Und ich hatte vorher gesagt, wisst ihr, ihr solltet nicht nur predigen, nicht nur quatschen, sondern sagen, pass auf Leute, heute ist auch die Möglichkeit, dass ihr auch wirklich da so eine Sache festmacht. Dass ihr sagt, ja wohl, ich gehe auch raus aus meiner Szene. Gottesdienst war gut, Gottesdienst war zählen, der Amen, keiner hat mir was gesagt. Die Gruppe hat sich schnell hingelegt und haben mir das Mikrofon gegeben. Die waren eigentlich glücklich, dass es keinen Zwischenfall gab in diesem Gottesdienst. Und für mich gibt es auch nur positiv oder negativ, Tag oder Nacht. Und es war wirklich ein toller Gottesdienst. Und ich habe dann gesagt, wisst ihr Leute, ihr habt heute was von Gott gehört, so wie jeden Sonntag was von Gott gehört. Ihr habt was von Jesus gehört und ihr habt was von euch selber gehört. Und ihr habt in der Öffentlichkeit so viel Mist gebaut, jeder hat das gesehen und jeder hat Angst vor euch. Aber eigentlich im Grunde eures Herzens sehnt ihr euch nach Liebe. Ihr sucht nach Beziehungspartnern. Und viele Leute gehen auf die andere Straßenseite, weil ihr eine Glatze habt. Und ihr denkt, die Leute haben Respekt vor euch. Nur was bringt euch das? Und wenn einer von euch heute Abend raus will, neu anfangen will und etwas in seinem Leben besser machen will, dann komm jetzt nach vorne und ich werde für dich beten. Und alle haben sich umgedreht und haben geguckt, was die Führer ihrer Szene machen. Da hat keiner den Schneid gehabt, aufzustehen und nach vorne zu gehen. Weil dieser eine Führer, dessen Kumpel beim S-Bahn-Surfen gestorben ist, der hätte denen wahrscheinlich was an den Kopf gehauen, wenn die irgendeinen Fehler gemacht hatten. Er saß in der vorletzten Reihe. Es dauerte mindestens 10 Minuten. Er stand auf. Und ich dachte, jetzt geht er. Und dann kam er zu mir nach vorne. Hat sich dahingestellt. Dann 5, 6 andere standen auch auf. Und sind auch nach vorne gekommen. Wir haben dann für sie gebetet. Und sie haben das zugelassen. Und von einem Tag zum anderen war dieser junge Mann weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Keiner hat ihn mehr gesehen. Und innerhalb von 3 Monaten gab es nicht einen Skinhead mehr in Marzahn-Hellersdorf. Alle waren verschwunden. Die haben sich aufgelöst. Manche haben sich Haare wachsen lassen. Ist auch witzig, ne? Das Leben hat sich total verändert in diesem Stadtbezirk. Und auf einmal haben die Ämter geguckt. Was ist los? Es gibt keine Skinheads mehr. Was hat die Arche gemacht? Dann wurde ich, wir hatten dann vorher schon Anträge gestellt beim Jugendamt, damit mein Gehalt mal bezahlt wird, weil wir haben ja jahrelang schon in diesen Bezirk investiert und nie was bekommen. Und dann lud mich das Jugendamt ein, da ich ja kein ausgebildeter Sozialpädagoge bin, musste ich eine Prüfung über mich ergehen lassen, ob ich in der Lage wäre, Jugendarbeit zu leisten. Habe ich gemacht, ich war ganz geduldig. Aber nach einer Woche, nach diesem Gottesdienst, rief mich dieser junge Mann an und sagte, Bernd, ich bin weg. Ich bin raus aus der Szene, ich muss jetzt untertauchen. Es darf mich keiner finden, sonst bringen sie mich um. Ich bin viel zu tief verwurzelt in dieser Szene. Ich habe ihn nie wieder gesehen.
Die Szene hat sich aufgelöst. Einer dieser sehr auffälligen Jugendlichen ist heute einer unserer Angestellten. Er hat im Jahr 2000 jeden Monat von den Nationalsozialisten, so nenne ich sie mal, 2000 D-Mark bekommen, um das politische Gedankengut der Rechtsradikalen zu den Skinheads zu bringen. Heute arbeitet er für uns, heute betet er, heute ist er ein anderer Mensch geworden. Auch wenn er seine Vergangenheit nicht ganz ablegen kann, aber er hat sein Leben verändert. Aber dieser junge Mann, von dem ich erzählt habe, der immer alle Wut aus sich rausgeboxt hat, schrieb mir vor einigen Monaten eine E-Mail. Er ist jetzt über 30. Er überschrieb die E-Mail mit: Lieber Papa Bernd. Fand ich schon lustig. 30-Jähriger. Mein ältester Sohn ist 27. Muss ich mal zurückrechnen. Oha. Er schrieb: Lieber Papa Bernd, ich habe die Geschichte der Arche weiterverfolgt über all die Jahre. Toll, was ihr macht. Mein Leben verlief natürlich nicht so rosig. Ich war viele Jahre im Knast. Er hat gebüßt für seine Straftaten, denn er hatte eine Akte beim Verfassungsschutz. Sagt aber, ich bin jetzt seit 3 Jahren draußen. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich ein Kind. Und demnächst komme ich in die Arche und bringe einige Kleidungsstücke von meiner Tochter, die ihr zu klein geworden sind, in die Arche, weil ich möchte etwas zurückgeben von dem, was ich vor 12 Jahren bekommen habe. Er war bis heute noch nicht da. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ihn hält. Aber es war eine schöne Bestätigung, dass es sich lohnt, an jeden Menschen zu glauben. Auch wenn unsere Gesellschaft, unsere Politik und unsere Polizei diese Menschen aufgegeben hat. Als ich mich damals für die Skinheads eingesetzt habe, da habe ich mich mit dem Chef der Polizei und der Dame vom Jugendamt getroffen, mit der Stadträtin, und ich habe gesagt, ihr könnt die nicht verdrängen von einem Ort zum anderen. Und da schaute mich der Polizist an, der Chef der Polizei in Hellersdorf, und war wütend und sagte: Herr Sickelko, was stellen Sie sich vor, soll ich jeden jugendlichen Auffälligen in die Arche schicken, den meine Beamten aufgreifen? Ich sage, machen Sie das. Und dann gab es eine Dienstanweisung. Und in dieser Zeit kamen viele junge Leute, und die Polizei war bei uns auch ständiger Gast, aber nicht, weil wir sie gerufen hatten, sondern weil sie gern mit uns zusammengearbeitet haben. Und wir sind Christen. Und wir arbeiten in Berlin-Hellersdorf mitten im Atheismus. Vor 17 Jahren wusste kein Kind, das in die Arche kam, wer ist der Mann am Kreuz. Sie wussten nicht, dass es mehr als 5 Christen gibt in dieser Welt. Und sie fanden das schon viel. Wenn heute neue Mitarbeiter in die Arche kommen, dann stellen unsere Kinder diesen Mitarbeitern 2 Fragen. Gleich am Anfang. Wie lange bleibst du? Wenn Kinder immer wieder erleben müssen, dass die Väter gehen und dass die Väter nicht das sind, was sie sich wünschen, dann möchten sie jemanden haben, an den sie sich festhalten können. Sie wollen Väter, sie wollen Mütter, sie wollen Freunde. Und wenn eine Praktikantin sagt, mittlerweile geht das in der Arche nicht mehr, ich bleibe 3 Wochen, dann wird das Kind keine Beziehung mit dieser Person anfangen. Bitte Beziehung nicht falsch verstehen. Wenn sie sagt, ich bleibe 1 Jahr, dann werden die Kinder sich ihr anvertrauen, werden eine Freundschaft aufbauen und die werden eine tolle Zeit zusammen erleben. Und es wird schwer, wenn nach 1 Jahr die Mitarbeiterin wieder geht. Aber dann kommt die 2. Frage. Und die stellen uns auch muslimische Kinder, denn wir erreichen wahnsinnig viele muslimische Kinder. Bist du Christ? Aber nicht, weil die Kinder wollen, dass alle Mitarbeiter Christen sind. Die meisten von ihnen sind ja selber keine Christen. Aber sie wollen wissen, wer kann für mich im Notfall beten? Und ich sage zu meinen Mitarbeitern, sei einfach authentisch. Wenn du nicht an Gott glaubst und damit nichts anfangen kannst, dann sag das den Kindern. Das ist kein Problem. Die Kinder wollen nur wissen, wenn ihre Mutter krank ist, ob sie zu dir kommen können. Und sie können es nicht. Wenn du nicht betest, dann kommen die Kinder mit diesem Problem nicht zu dir. Sie kommen sicherlich mit anderen Problemen, aber damit kommen sie nicht. Kinder wollen ein authentisches Gegenüber. Aber Kinder wollen noch viel mehr. Sie wollen eine Zukunft haben. Sie wollen Menschen haben, denen sie sich anvertrauen können. Sie wollen jemanden haben, der ihnen zuhört. Sie wollen nicht behandelt werden wie kleine Erwachsene, denn sie sind ja noch Kinder. Aber sie können eigentlich gar keine Kinder sein, weil ihre Existenz das nicht zulässt. Sie wünschen sich eher zu ihrem Geburtstag Markenklamotten, ein Handy, elektronische Geräte.
Sie wünschen sich kein Spielzeug mehr und sie sind eigentlich ihrer Kindheit beraubt. Sie beginnen viel zu früh mit ihrer Sexualität. Oft sitzen 11-, 12-jährige Mädchen in meinem Büro und fragen mich, Bernd, bin ich hässlich? Und da sitzt ein bildhübsches Mädchen, Traum aller Schwiegerväter, vor einem. Und dann sage ich immer, warum stellt sie mir so eine beknackte Frage? Du bist ein wirklich bildhübsches Mädchen. Dann sagt sie, ich hatte noch keinen Sex. Warum fragt sie das? Sie hat nie gespielt. Sie hat sich immer mit einer existenziellen Welt auseinandergesetzt. Sie hat im Fernsehen immer die Nachmittagssendungen gesehen, wo es um nichts anderes als um dieses Thema ging. Und sie denkt, vielleicht ist das der Schlüssel, der meine Probleme löst. Und dann schmeißt sich ein Kind auf den Boden und sagt, du kannst nicht gehen. Du musst bei uns einziehen. Du musst mein Papa werden. Wenn mein Kind vor einem fremden Menschen auf den Boden sich schmeißen würde und wünschte, dass dieser fremde Mensch in mein Haus einzieht, weil dieses Kind von diesem Menschen das Gefühl hat, der gibt mir das, was ich bitter nötig habe. Ich glaube, ich würde verzweifeln. Diese Mutter geht nach Hause mit ihren beiden Töchtern und sie muss darüber nachdenken. Sie kann das nicht ändern. Sie wird nicht den Traummann vielleicht finden, der Vater für ihre Kinder sein kann. Aber sie wird sich Gedanken darüber machen, wie sie ihren Kindern noch anders begegnen kann, hoffentlich. Wie sie ihren Kindern noch mehr Liebe geben kann. Wie wichtig vielleicht auch eine Arche, eine Kirche oder Menschen sind, die sich an ihre Seite stellen. Die Arche erreicht in 15 Einrichtungen in Deutschland 2500 Kinder. Meistens, wenn ich abends ins Bett gehe, dann denke ich daran, wie viele Kinder es noch gibt, die wir nicht erreichen. Ich habe mal in einer Pastorenkonferenz die Frage gestellt, wie viel Prozent der Zeit in der Woche unsere Kirchen leer stehen. Mit der Nacht sind es ungefähr 80%. Und ich habe gesagt, was würde uns denn hindern daran, einfach mal jeden Tag für 1,5 Stunden die Türen aufzumachen für die Kinder unserer Nachbarschaft. Im Gewerbegebiet geht das nicht, aber da, wo die Kirchen zentral sind, es gibt viele zentrale Kirchen. 200 Pastoren, keiner hat was gesagt. Aber Kaffee löst ja die Zunge der Christen, da gab es eine Kaffeepause. Und einer der Pastoren kam zu mir und hat gesagt, super Idee, haben wir gemacht. Ich sage, und? Wir hatten jeden Tag 25 Kinder in der Kirche. Die haben mit uns gespielt, mit denen haben wir erzählt. Und ich sage, und? Was ist daraus geworden? Sind es noch mehr geworden? Hat er gesagt, nein, wir mussten wieder aufhören. Und da habe ich gefragt, warum musste die aufhören? Da hat er gesagt, die meisten Gemeindemitglieder wollten diese Kinder nicht auf ihren Stühlen. Sie wollten nicht den Schmutz, den sie machen. Sie wollten nicht den Kratzer auf ihrem heiligen Fußboden. Ja, das gibt's auch. Ich stelle mir die Frage, welche Kinder haben wir in Deutschland? Nur diese Kinder, die da sind. Aber viel wichtiger, wen haben diese Kinder, wenn sie nicht uns haben? Haben sie dein Lächeln morgen, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie aus der Schule kommen, wenn du an ihnen vorbeigehst? Haben sie deine Aufmerksamkeit oder bist du froh, wenn du ihnen nicht begegnest? Wenn du durch die Fußgängerzone gehst, da hinten, wo die Treppen sind, wo die Skater mit ihren Inlinern und mit ihren Skateboards rumfahren, ein bisschen laut sind und vielleicht auch so eine Art Ghetto-Sprache sprechen, die du vielleicht gar nicht verstehst. Der Ton macht die Musik. Was zeichnet uns Christen noch aus, wenn unser Glaube eine Sonntagspredigt sind und nicht am Montag ins Handeln umgesetzt werden, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag? Bei uns ist das so, kein Tag gleicht den anderen. Das ist eine schöne Herausforderung. Man wird oft enttäuscht, wird ganz oft enttäuscht. Aber wenn ein Kind einen in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb, dann ist das für mich das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Weil viel zu schnell wird dieses Kind groß und wird mit den nackten Tatsachen in die Realität versetzt. Lassen Sie uns dafür eintreten, dass wir in Deutschland ein Land sind, das sich um die Kinder kümmert, das ein Herz für Kinder hat und das einen Gott lebt. Und das meine ich wirklich so. Ich wünsche mir ein Land, das Gott lebt, dass andere erkennen, dass es sich lohnt, an einen liebenden Gott zu glauben, weil dieser liebende Gott liebt die Kinder und glaubt an jeden Einzelnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.